So, und weiter geht's mit der nächsten Folge. Und ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss darüber. Da muss ich hin. Das Schwingen hat vorhin anscheinend nicht so wirklich was gebracht. Damit machst du das Ding dazu, ne? Ah, da kannst du da nicht mal rein. Erstmal. Falls du dich darüber schwingst. Vielleicht kannst du es ja da draufstellen. Meinst du? Ja, das kannst du da draufstellen. Mach das runter, stellst das drauf, dann kletterst du drauf und dann kannst du rüberspringen vielleicht. Das ist, glaube ich, zu hoch, oder? Sieht doch ein bisschen hoch aus. Nee. Vielleicht musst du es noch mal ein Stückchen rüberschwingen. Liegt es auf? Mhm, halb fast. Nee, nicht ganz. Das Ding ist gebrochen hier. Ist eng. Ach, warte, ich muss zu denken. Den Kopf weg. Nee, kannst nee, du nee. Da nicht hochklettern? Nee, ne? Nee. Ich hätte einen Plan vielleicht. Noch von daran ziehen. Vielleicht. Nee, so. Achso, von da drauf springen. Ja! Bumm. Als Seele halt in die Sam rein oder was und dann als Sam weiterleben. Ging schon. Oh, so geht's das Tor offen. Hört ihr jetzt auch nehmen können. Meh. Meh. Hoshi! Ist etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe das Gefühl, dass ich dem gleichen Weg folge. Hoffentlich schaffe ich es, genauso tapfer zu sein wie sie. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht kündigen. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer.
bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mal tun und schaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen wird, muss ich sterben. Holst du einen neuen Tee? Ich habe den Tee alle getrunken. Dein Tee! Mach bitte einen neuen Tee. Ich warte so lange hier. Lara Croft und ich warten so lange. Ah nee, das ist doch langweilig. Dann. Ach Quatsch, meine Zuschauer wissen Bescheid, die warten mal ganz kurz. Zuschauer können warten, ne? Ah ja. So. Gehen wir schon mal weiter. Was? Nee, nein. So, weiter geht's. Ach, meine Maus. So. Blub, blub. Ah, die Kiste. Danke. Ich erschrecke immer von dem Schatten. Echt? Ich denke mal, da kommt einer. Ibo. Noch eine Kiste. Steht denn da? Der tut dir nix. Was hat der in der Hand gehabt? Hat er eine Hand gehabt? Hat er eine Hand gehabt? Ist schon. Ah. Oh, kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist schnelle Reise für eine gewisse Zeit nicht ermöglicht. Das heißt, es ist Ende ab hier. Oh, brauchst du keine Lager mehr? Ich kann jetzt nicht mehr zurückreisen. Dann hast du ja deine Karte. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Was? Pedo? Bitte viel. So. Nimmst du das jetzt oder nicht? Hab ich. Ach, zu spät. So. Hast du doch eh nie genutzt, oder? Was auch nicht eigentlich. Bessere Mechanik, erhöhte Leistung und Schaden. Erhöht Takt. Was? Ja, alles so weiter. Was ist das hier? Fügt den alternativen Feuermodus hinzu, mit welcher eine gewisse Reichweite erzielt wird. Ich behalte trotzdem meins. Splittergranaten. Was? Können. Was? Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapelle frei, die Feinde in einem großen Wirkungsradius aufs Gefecht setzen. Ah ja, trotzdem will ich meinen Bogen verbessern. So. Das heißt, dass wir uns jetzt langsam den Ende nähern von dem Spiel hier. Was? Quatsch. So, Mensch, das ist der letzte Speicherpunkt jetzt hier. Echt? Und man kann nicht speichern. Das heißt, es ist, ich komme in dem Finale sozusagen. Im besten Prozent ist. Ach, du kannst danach gar nicht mehr speichern? Doch, speichern kann ich, aber ich kann nicht Schnellreisen machen hier. Hast du doch eh nie genutzt, oder? Nee, siehst du, dann ist doch alles so schlimm. So, gut, warten wir mal. Also ab jetzt kann ich keine Schnellreisen mehr antreten, wenn ich rausgehe. Ab jetzt kann ich keine Schnellreisen mehr antreten, wenn ich raus bin. Noch kann ich es machen. Ich brauche aber nicht. Ich, ja? Wollen wir diese Tür aufmachen? Ja, wir wollen es. Yeah. Halt fest. Sikura der Königin. Guck mal, es bin ich. Sikura der Königin. So. Wo das Bild denn direkt her? Ja, das Bild ist gut. So! Ich hätte eher das mit den Sandkönigin genommen. Ja, oder das ist auch gut, bestimmt ja. So. Ne. Thank you.
Nee, ich springe nicht, ich gehe auch so. Wo sind sie denn jetzt hin? Lava! Boah, Junge, das war knapp jetzt. Das ist ganz schön gemerkt, dass er das Ende ist. Hast du nicht gemerkt? Das ist Schnee? Gott, ist das kalt. Oh. Hier würde ich ja kommen, ne? Ja. Hier muss schon hin, das ist schon der Weg. Ah! Das glitzert fast. Hier, ein Klettereisen-Dingens. Hopp! Ach, nur so eine Glocke. Glocke. Wo musst du hin? Klong! Halt normal. Ja, wir müssen eine Kreisbewegung kriegen. Ah, okay. Stehe. 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 Jetzt klingelt's. Wow. Jetzt ausreichend, jetzt fliegt alles ab. Wäre schon so komisch. Ah, oh, eben hat es noch ein Treppe. Hätte sich beeilt, hätte es noch nehmen können. Eingegangen. Eingeschmolzen. Nee. Ach, was hast du denn? Nee. War nichts zum Festhalten, oder? Oh, Lava. Ja, doch, Lava, aber was? War da nichts zum Festhalten, oder hast du nur ein Stück gedrückt? Wir wollen nichts zum Festhalten. Na, wie wär's mit der Anwendung? Ja, nach dem dritten Mal ist es irgendwie nicht mehr so spektakulär, wenn es da runterfällt. Wow. Ich meine, das ist wie eine Wippe. Gehe ich dahin, wippt das da runter. Gehe ich dahin, wippt das hier runter. Gehe ich hier, geht es wieder um das Gleichgewicht. Ist das richtig? Keine Ahnung. Vielleicht musst du da unten. Ach nee, da bist du ja ins Eis gefahren. Das klang schmerzhaft! Mhm. So, nee, das ist es nicht. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis zur nächsten Folge.